Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Dying Light 2. Kurz mal sehen, was könnten wir... Nehmen wir das hier. Ja. So, dann rein mit uns. Ja. Gut, wir nehmen einfach alles mit, was wir finden können. Okay, wir müssen da oben lang. Was haben wir hier? Ah! Deshalb. So, was haben wir hier? Ich sehe nichts. Die drüben. So. Warum funktioniert die Kuh nicht immer? So, und zack. Okay, da bewegt sich einer. Oh, macht nicht so einen Lärm, verdammt. So, oh. Lauf, Kleiner. Steh mir nicht im Weg rum. Aha. Er läuft weiter und wir können hier gemütlich den nächsten töten. So. Wir sind versteckt. So, und hier. Zack. Ich dachte schon. Okay. Ja, Immunität. Hier. Vielleicht. Immunität wiederherstellen. Ausrüsten. Immunität wiederherstellen, Gesundheit pro Sekunde, Giftresistenz. Okay. Ja. Ah, es gibt uns 35 Sekunden dazu. Besser als ein. Ich bin nichts. Im Tunnel. Okay. Und halte die Augen nach Infizierten offen. Da könnten ein paar sein. Oder ein paar Dutzend. Ich bin schon in der PK-Basis. Ich werfe eine UV-Fackel durch den Lüftungsschacht und du schaust, wie wir zur Hauptstation kommen.
Nur sind nur die zwei oder sind wir das? Okay, den ersten haben wir. So. Gut, dann nochmal so ein. Okay. Licht aus. Und durchsuchen. Okay, hier sind mehr Gegner. Oh. So, dann den Dietrich hier verwenden. So, perfekt. So. Zack. Okay, das ist gut. Schön. Oh, fuck. Ja, ich wollte es eigentlich ganz friedlich lösen. Aber ihr habt mir keine andere Wahl gelassen. Denn das wollte ich alles nie. Dazu gezwungen. So. Und nochmal. Ah, vielleicht noch eine. So, okay. Nehmen wir ein paar Teile. Schön alles einsammeln, auch wenn es nichts bringt. Weil der Typ da mich sehen musste. Hier. Sonst haben wir hier alles entdeckt. Perfekt. Da. Klängen. Das bedeutet, wir können. Okay, jetzt heißt er mal so. Dann hier. Dann modifizieren. Klinge.
Das hier brauchen wir Draht, aber das, naja, das kommt erst noch. Nee, das können wir auch nicht verbessern, weil wir es ja nicht haben. Und sie, oder? Genau, Talisman. Ein besonderes Schmuckstück, aber sonst nichts, oder? Ja. Das bringt uns überhaupt nicht. So, wir packen das hier in gewöhnlicher Hand. Sehr gut. Oh, Molotow-Cocktail, oder? Ja. Sonst brauchen wir nichts. Zum Heilen. Ah. Vor der Zeit. Lassen wir das zuerst und dann Fertigung. Okay, da läuft's gut und da auch. Ich glaube, wir werden dann das hier benutzen, oder? Abwehr. Oh. Gott sei Dank. Der hat also nichts bei sich. Wie, oder doch? Sucht, dann müssen wir hiervon. Schade finde. Mitnehmen. Noch mehr Klingen. Oh, so sieht es hier aus. Dann Licht weg. Das aktivieren. Wir sollen hier. Okay, egal. So, und zack. Jetzt sind sie da? Zack. Okay, so schräg. Von einer Sekunde auf die andere sind sie da und dann wieder weg. Okay, so ist das. Sollen wir hier suchen? Noch mehr. So, und zack. Okay, wir haben bald keine diesen Pilzen mehr, aber okay, glaube ich. Ja, wir Kraft.
das zu öffnen, haben wir keine Kraft. Ah, wir können uns da rein verstecken und dann weitergehen. Gut, was haben wir hier? Bitte. Gut. Ein bisschen Zeit aufkaufen sozusagen. Gut. Und einsammeln bitte. Und wieder bringen die alle wieder nichts. Ja, genau das wollte ich. So, das wegmachen. Und zack. Gut. Und... Oh, schwer auch noch. Der ist Dietrich, der kaputt ging. Der zweite. Perfekt. Die Nacht ist... Also im Moment ist keine Nacht mehr. Gut. Wir haben die Nacht überlebt. Ja, aber das bedeutet leider nicht, dass wir... Zack. Die Zeit geht so schnell vorbei. Oh, der letzte. Verdammt, wir verbrauchen zu viel Zeit hier, indem wir alle töten. Dabei bringen sie so gut wie nichts. Suchen und weiter geht's. Wie zum Geier hat er die UV-Lampe hingepackt. Ah.
schon, lauf. Keine Zeit für den Schwachsinn. Okay, einmal. Und zweimal. Außer. Okay, ganz ruhig. Da muss ich. Mir auf den Sack. So. Der Rest ist eigentlich egal. Da und raus da. Sein muss. Oh, gut, einmal das. Warum kommen wir nicht raus? Das. Okay, wir schaffen das, wir schaffen das. Ja, wir haben im Moment keine Zeit für... Hakon, ich bin bei der Fackel. Sieh dich um. Der Technikertunnel zur Hauptstation sollte gut beleuchtet sein. Ich habe die Wachen schon nach oben gelockt. Ich bequatsche sie, während du reingehst. Okay. Lichterne. Wenigstens etwas. So, was haben wir hier? Oh, Scheiße. Hakon, das sieht nicht gut aus. Hakon! So, und... Okay. Licht und tot. So ein ungewöhnlicher Infizierter. Aber wo kommt der auf einmal her? Gut. Ein Dietrich. Perfekt. Das finden wir hier nichts. Ich habe seit drei Tagen nicht gebadet. Noch ein paar Tage Wachdienst und ich bin ganz grün vor Schimmel. Weiser Mann sagt, schmutzig sein ist in Ordnung. Ernsthaft? Du wirkst mehr wie ein Klugscheißer als ein weiser Mann. Hey, ich meine das ernst. Unser
Commander wurde ermordet, also werden wir hier Wache stehen, auch wenn wir uns dabei in Kompost verwandeln. Schon gut, schon gut. Beruhige dich um Himmels Willen. Hast du was zu essen? Immer schnorrst du von mir. Besorg dir deinen eigenen Fraß. So egoistisch? Ich will nur ein klein bisschen. Du kannst mich mal beißen, wenn den Allerwertest. Teresa. Wer? Hallo, ihr Trottel. Hey, wir sind Peacekeeper. Du sprichst uns gefälligst mit Respekt an. Okay. Dann mit allem Respekt. Was stimmt hier so? Der Geruch von ehrlichem Schweiß. Kein Wunder, dass du die nicht kennst. Kennst du den Unterschied zwischen einem Abtrünnigen und einem Yeti? Nein. Der Yeti wurde tatsächlich schon gesichtet. Abtrünniger. Wohl eher. Du kriegst von mir 2 Päckchen und keine Zigarette mehr. Nee, daneben nicht. Tschüss. Warte, zeig mal ein paar von den Fotos. Als kleine Vorschau. Ich sagte, ach, was soll's. Januar. 3 Päckchen. Letztes Angebot. Okay. Versucht er da gerade Dings zu verkaufen? Playboys? Wäre witzig. Okay, hier ist nichts. Unsere Überlebenssicht oder wie das Teil heißt, funktioniert hier auch wieder nicht. Jetzt ab. Ah, was soll's. Ah, komm, ich bin drin. 5 Päckchen. Denk drüber nach und ich bin gleich zurück. Ich bin auf der Plattform. Mach die Schleuse auf. Bin gleich da. Okay, Ziel aktualisiert. Dort drüben. Aber bevor wir das machen, sammeln wir ein paar Münzen. Au. Ja. Und natürlich auch hier. Und hier. Was ist das? Wir müssen uns also nicht verstecken, weil die alle weg sind. Gut. Aber Moment, warum verwandeln wir uns hier nicht? Es ist ja nicht so, als hätten wir tonnenweise UV-Licht hier. So, okay. Verdammt! Hey, was machst du hier drin? Au. Woher die herkommen, keine Ahnung. Aber wo kam der denn her? Er spazierte durch die Tunnel, elender Basarabschaum. Ist wohl eher ein abtrünniger Spion. Wie ein Abtrünniger sieht er aber nicht aus. Er ist wach. Hi. Was willst du in unserer Basis? Ich versuche nur zum Stadtzentrum zu kommen. Ins Zentrum? Der Tunnel ist zu, bis ihr Lukas Mörder rausrückt. Bazar-Drecksäcke. Keiner von euch weiß was oder hat was gesehen. Und an die Blockade kannst du dich auch nicht erinnern? Vielleicht sollten wir dir zur Strafe die Hände abhacken. Vielleicht erinnerst du dich dann, hm? Wo warst du vor 4 Tagen? Ich bin ein Pilger. Vor 4 Tagen war ich 100 Kilometer weit weg. Genug, Anderson.
Wir brauchen die Wahrheit. Und mit Gewalt wird das nichts. Aber Commander Lucas sagte ist tot. Doch immer... Und jetzt habe ich hier das Sagen. Sie haben die Berichte gelesen. Ein Pilger ist vor kurzem im Bazar aufgetaucht. Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Oh. Gehen Sie, Sergeant. Ich will allein mit ihm reden. Oh. Das ist seltsam. Wo kommen Sie her? Crossdale River. Das ist über 1500 Kilometer von hier entfernt. Eigentlich sind es über 2000. Die Autobahnbrücken sind eingestürzt. Es gibt keine geraden Strecken mehr. Sie sind ganz schön weit gekommen. Beeindruckend. Wie ist es denn da draußen? Wann waren Sie das letzte Mal außerhalb der Stadt? Warum glauben Sie, ich hätte jemanden getötet? Zuerst einmal hier. Wann waren Sie das letzte Mal außerhalb der Stadt? Vor knapp 15 Jahren. Wow. Dann gibt es dort sehr viel weniger Überlebende und sehr viel mehr Infizierte. Wer weiß. Die meisten halten es hier in diesem Höllenloch aus, weil alles da draußen noch so viel schlimmer ist. Meine Frau und ich lebten in England. Ich hatte zwei Schwestern, zwei Brüder. Von denen habe ich seit 10 Jahren nichts mehr gehört. Wo lebten Sie? In London und im Umland. London gibt's nicht mehr, soweit ich weiß. Auf den ganzen Inseln gibt es wohl nur noch 4 Siedlungen. Scheiße. Warum glauben Sie, ich hätte jemanden getötet? Warum sollte ich den Commander umbringen? Sie haben 4 Tage nach dem Mord versucht, in den Zentralring zu kommen. Und außerdem, an Karls Stelle würde ich auch einen Fremden mit dem Mord an Lucas beauftragen. Ist die sauberste Lösung. Tja, diesen Karl kenne ich aber nicht mal. Sie werden ihn bald kennenlernen. Karl hält alle Züge im Griff. Er ist ein scheinheiliges Arschloch, das den kompletten Bazar gegen uns aufgebracht hat. Obwohl wir diese Leute beschützen. Draußen ist es gefährlich. Wie es außerhalb der Mauern ist. Man weiß nie, wo Gefahr lauert. Immer wieder neue Territorien, neue Gefahren. Sind Sie hergekommen, um Schutz zu finden? Ich kam her, weil ich jemanden suche. Und weil es heißt, dass es in Villedorf viele Überlebende gibt. Sie suchen also jemanden? Eventuell kann ich Ihnen helfen. Aber umsonst geht das nicht. Geschäfte machen ist mein Ding. Was brauchen Sie? Gleich zum Geschäft. Gefällt mir. Der Tunnel bleibt zu, bis ich den Mörder unseres Commanders finde. Commander Lucas. Seine Leiche wurde im Bazar gefunden. Grässlich entstellt. Die Leute im Bazar machen uns das Leben schwer. Sie sind stolz und loyal. Verraten würden die niemanden. Aber die Führung verliert langsam die Geduld. Meine Befehle kommen von ganz oben, Pilger. Wenn die Bewohner von Old Villedor weiterhin aufmucken, kommt die Armee hierher. Und dann brennen sie den Bazar nieder. Das würde ich gern vermeiden. Was wollen Sie von mir? Lucas hatte eine Waffe. Einen seltenen Schlagring namens Lazarus. Er ist der Schlüssel, um den Mörder zu finden. Wenn Sie etwas über den Lazarus erfahren, sagen Sie es mir. Dann zeige ich mich erkenntlich. Er ist sehr wertvoll, aber bei seiner Leiche war er nicht. Jemand vom Bazar hat ihn wohl an sich genommen. Okay, warum sollte ich Ihnen trauen? Ich werde es versuchen. Warum soll... Erstens einmal, wir müssen wissen, wie er überhaupt aussieht. Ein Schlagring, ja super. Und welche davon ist Lazarus? Also wir können, dank dem UI, sehen, wie die Sachen heißen. Aber normalerweise siehst du nicht, wie die Waffen heißen. Warum sollte ich mit Ihnen zusammenarbeiten? Sie haben mich angegriffen und mich als Mörder beschimpft, ohne jegliche Beweise. Das war ein Fehler. Sie sind ganz offensichtlich nicht der Mörder. Warum suchen Sie ihn nicht selbst? Ich kenne ja doch kaum jemanden. Genau deshalb können Sie mir helfen. Weil niemand mit uns redet. Weil wir für die bloß Besatzer sind. Dabei räumen wir die Straßen frei von den Infizierten und fangen Verbrecher. Aber das ist denen egal. Für die zählt nur, dass wir ihr Essen essen und ihr Wasser trinken. Doch Sie sind ein Pilger. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie den Leuten helfen können. Und Sie sind nicht von hier. Ihnen traut man. Sie wollten mich umbringen. Egal. Wir sind dennoch Ihre einzige Chance. Wenn Sie ins Zentrum wollen. Also, helfen Sie mir?
Ich werde es versuchen. Ich muss mich um meinen Kammgang. Ich werde es versuchen. Ja. Also wenn ich diese Waffe finde, darf ich dann ins Zentrum? So einfach ist das nicht. Villador hat stark gelitten. Zuerst war es wegen der Infektion von der Außenwelt abgeschnitten. Und dann erwiesen sich die Mauern als die Rettung. Doch die Leute hier lernten, niemanden so schnell zu trauen. Ich gebe den Weg erst frei, wenn ich den Mörder habe. Aber wenn Sie den Lazarus finden, werde ich mich daran erinnern. Wenn die Schuld gesühnt ist, sind Sie der Erste, der durch darf. Tja, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Ich werde es versuchen. Sehen Sie sich um. Fragen Sie die Leute. Und kommen Sie nicht mit leeren Händen zurück. Viel Glück. Okay. Er wirkt vernünftig. Und ich kann die Wut der einen verstehen. So. Kurz nachschauen. Haben wir irgendetwas von Wert? Nein. Oh, das ist gut. Ja. Wow, so viele Köpfe. Wodka aus der alten Gewächte, das ist gut. Klingen haben wir jetzt auch mehrere. So. Waffen haben wir eine übersehen. Ah. Oh. Oh, vielleicht sollten wir das hier nehmen. Ja. Oh ja, wir haben neue Handschuhe. Überlebensinstinkt, Dauer plus 5%. Schlagring, ne Schandenbonus. Wir haben ja keinen Schlagring. Halten uns wir. Oh ja, 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 hier. Ja. Ausdauer, Kosten, Nahkampf. Verringert und mehr Schaden. Mit Einhandwaffen. So. Jetzt haben wir alles. Und wenn ich so auf die Uhr schaue, würde ich sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.